Hallöchen, meine lieben Liebenden und herzlich willkommen zur Tagesbotschaft für den Dienstag. Die alten Hasen werden es schon kennen, das obligatorische Intro. Diese Legung ist öffentlich, sie kann mit dir resonieren, muss aber nicht. Es kann deine Energie sein oder es kann die Energie eines Gegenübers angezeigt sein, wenn sich keine klaren Personenkarten zeigen. Und selbst wenn sich Personenkarten zeigen, können die Energien vertauscht sein. Denn wir haben alle männliche und weibliche Anteile in uns. Und des Weiteren ist diese Energie nicht nur auf einen Tag begrenzt, sondern Energie fließt. Ja. Von daher kann es sein, dass du dich im einen Teil wiederfindest, im anderen Teil bist du vielleicht schon durch. Wer weiß das schon? Die Kartendecks sind von mir, alle weiteren Infos wie gewohnt in der Infobox. Ja, und damit starten wir in die Karten und gucken, was sie uns verraten. Ich habe gehört, es sind Portaltage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bei Portaltagen momentan immer cool. Ich kann ja mal gucken, welcher Portaltag jetzt aktuell ist wahr? Ich weiß gar nicht. Haben wir wieder eine Serie? I don't know. Ich weiß das nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall im Kartenbild eine kleine Serie. Ein Loslassen. Loslassen für Treue und Loyalität und auch für die Grundsteine von Harmonie. Sei es jetzt im freundschaftlichen, liebestechnischen Aspekt. Ja, wir haben hier eine Seelenpartnerschaft liegen, Hand in Hand, gemeinsam arbeiten. Aber dafür muss etwas beendet werden. Vielleicht wird dir auch etwas genommen oder jemandem wird etwas genommen. Wir schauen mal rein, was wir hier bekommen. Was kriegen wir hier zum Sarg, liebes Universum? Mr. Finster Flausch und sein geliebter Kratzbaum. Die negativen Energien sind am Start. Vielleicht möchte auch was Negatives raus. Ja, hier möchte was Negatives raus. Eine Enttäuschung möchte beendet werden, beziehungsweise die emotionale Energie, die emotionalen Blockaden. Hier geht es mit den Achterkelchen darum, emotional loszulassen, wegzugehen von einer Situation oder auch Person. Ach ja, guck mal, der Abschluss fällt hier nämlich schon rauf. Für das Happy End. Achterkelche ist auch die Suche nach neuen Wegen. Sich befreien eben aus Verlassenheit. Ja, vielleicht wurde hier jemand verlassen, du oder jemand wurde verlassen. Ganz gleich, wer hier verlassen wurde in der Vergangenheit. Ja, das scheint hier schon ein bisschen länger her zu sein, weil wir haben hier keine frische Trennung. Ist dieses sich befreien aus der Verlassenheit und auch aus der Enttäuschung wichtig, um Platz zu schaffen für eine neue Verbindung. So, mit der Welt möchte es ja erstens in Veränderung reingehen. Die Welt steht ja auch für die Grenzen. Ja, also hier war die Grenze des Tragbaren auf jeden Fall gemacht. Weil stell dir mal vor, du bist schon seit Monaten getrennt und schleppst hier die ganze Zeit so einen Sarg mit dir rum. Das ist belastend, oder? Wenn man sich das mal weltlich vorstellt, dann würde keiner mehr... Es würde definitiv die Arbeit erleichtern, weil kein Mensch trägt freiwillig so einen Sarg mit sich den ganzen Tag rum. Von morgens bis abends, dann gehst du mit dem auch noch schlafen, gehst mit dem unter die Dusche, der ist immer präsent. Ja, stellt euch das mal vor. Dann würde jeder Mensch freiwillig sagen, nö, das Laster, da habe ich keinen Bock drauf. Also, die Welt... steht natürlich auch für das Bewusstsein für Grenzen, für die Rückkehr des inneren Friedens. Ende auch von Karma, ne? Die 8. Und damit natürlich auch der Wegbereiter fürs Happy End. Also eine Reise endet hier. Ja, damit kann es hier auch losgehen mit dem Wagen. Der Wagen ist ja der Aufbruch, ne? Ein Neubeginn. Jetzt ist auch der Sieg über die Hindernisse angezeigt. Jetzt werden auch die gegensätzlichen Energien genutzt für Aktion, für Entschlossenheit, für Zielstrebigkeit und definitiv auch neue Motivation. Ja, eine Reise endet, eine neue Reise startet. Ja, wie gesagt, hier Paradigmenwechsel, eine Reise wird beendet und das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich auf eine neue Reise begeben kann. Ja, wie gesagt, hier fortgehen. Und so ist es auch. So ist das Leben. Ja. Etwas endet. Klar, wir brauchen diese Übergangszeit der Transformation, ne, des Trauerns, müssen aber auch irgendwann loslassen, weil unser Leben geht einfach weiter.
Wie gesagt, ich erinnere noch mal gerne daran, ne? Wer schleppt schon gerne so einen Sarg die ganze Zeit mit sich rum? Und wenn wir diese Reise beendet haben, des Loslassens, des Transformierens, dann geht's mit der nächsten Reise weiter, ne? Weil das ist so, das geht das ganze Leben so weiter. Also wer irgendwann denkt, die Reise wäre vorbei, einer Seele, muss ich den Zahn direkt gleich mal ziehen. Das wird nicht funktionieren. Dann gucken wir hier mal auf die Treue und Loyalität. Da haben wir erstmal den Mond auf dem Kopf. Nee, wollen wir nicht so gerne haben. Da sind auf jeden Fall Ängste, die blockieren. Jemand hat hier Schwierigkeiten, Realität und Illusion zu trennen. Und vielleicht auch, Schatz, entspann dich. Vielleicht auch so ein bisschen die Problematik, Dinge richtig zu interpretieren. Hier ist jemand geistig verwirrt, ja, und hat vielleicht auch unangebrachte Fantasien und hat deswegen Schwierigkeiten, weiterhin ein treuer und loyaler Freund zu sein. Ist hier vielleicht ein Freund, eine Freundin oder du auf jemanden mit unangebrachten Fantasien fokussiert, abgelenkt den ganzen Tag? Wie gesagt, das kann deine Energie sein oder die Energie einer anderen Person. So, jetzt ist der Weg natürlich frei, ne? Guck mal, der Hund, der treue, loyale Seelengefährte, der schaut ja schon in Richtung Sarg, der schaut in Richtung Abschluss. Und es geht ja um Vorarbeit. Entweder für eine gesunde Partnerschaft in Sachen Freundschaft oder Liebesaspekten. Tja, tendenziell jemand, unangebrachte Fantasien, kann sich das nicht so ganz einordnen. Jetzt frage ich mal rein, hat hier jemand in deine Richtung unangebrachte Fantasien? Ritter der Münzen ist ein Ja. Allerdings zeigt sich hier auch eben die Stagnation, diese mögliche Täuschung. Hier ist jemand in deinem Feld, mit dem du vielleicht sogar tatsächlich sehr, sehr gut befreundet bist, der dir, Jack, er dreht hier heute auch frei, ey. Leute, das ist schon voll spät, entspannt euch mal. Der dir treu zur Seite stand die ganze Zeit und, mit diesem Fortgehen deinerseits, weil du bist hier gerade noch in der Verstandesenergie. Ne? Du bist eher so, komm mir nicht zu nah. Ja, das kommt mir ja gerade rein. Du hast gerade aufgeräumt, du hast hier gerade einen Durchbruch. Ne? Du hast das Schwert noch in der Hand. Du hast gerade frische Klarheit. Du hast die Wahrheit der Situation erkannt. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Mensch, dass, also der Freund, die Freundin, wie auch immer, aufgrund des Gewohnheitstrottes, ihr seid zusammen, aber auch mit diesen ja, Fantasien, die er oder sie hat, ein bisschen verwirrt ist. Gerade auch auf Sinnsuche ist. Macht das wirklich Sinn, dass ich jemanden... Wir reden jetzt hier nicht von Liebe. Ja, das ist noch ganz weit weg, ihr Lieben. Aber wir reden hier zumindest von sexueller Anziehung. Ja. Und da ist natürlich die Frage, macht das Sinn? Ja, ist das hier vielleicht mehr als nur sexuelle Anziehung, weil dich jemand scharf findet? Scharf wie dein Schwert? Wir gucken mal weiter. Wie gesagt, der Weg ist frei bei dir. Und dann ist hier jemand treu, loyal, ergeben. Ja, hier gibt es Überraschungen, 7 der Münzen, ein langsamer Reifeprozess, aber auch Disharmonie. Also, ihr seid hier auf jeden Fall angehalten, Lösungen zu finden für eure Harmonie. Wenn du schon das Gefühl hast, so einen kleinen Aha-Moment hast, ne, weil du ja auch das Ass der Schwerter in der Hand hältst, eine Erkenntnis hast, und merkst, okay, hier macht dir vielleicht jemand Avancen, von dem du es überhaupt nicht gerechnet hättest, dass du auch ein, oder dass ihr beide in dem Fall tatsächlich auch ein ehrliches Gespräch miteinander führt. Weil du bist definitiv nicht auf den Mund gefallen. Du kannst unglaublich stark kommunizieren. Du schaust auf Ursache und Wirkung. Du bist ein Mensch, der Gerechtigkeit mag.
Und klar, man darf natürlich, Mann, Frau darf natürlich sexuelle Fantasien haben, um Gottes Willen. Derjenige werfe den ersten Stein, der das noch nie hatte. Also ich werde es nicht sein. Dennoch ist es natürlich hier so ein bisschen, ja, diese Zwiespaltenergie, die geklärt werden möchte für Langfristigkeit. Ne? Es geht ja auch darum, Grundlagen zu schaffen für Harmonie. Und jetzt haben wir hier die Disharmonie liegen. Ah, die Liebenden auf dem Kopf könnte natürlich auch ein Kommunikationsabbruch sein, die Energie von Flucht. Ja, irgendwie dieses Aha-Moment, oh Gott, du bist scharf auf mich. Ja, so nach dem Motto, das ist langfristig nicht gut für uns. Also da muss auf jeden Fall miteinander gesprochen werden. Da muss eine Lösung gefunden werden. Da haben wir die Neun der Kelche. Entspannung drauf. Freude, Genuss, Zufriedenheit, Erfüllung, gutes Karma. Abschluss. Da hätte ich gerne noch mal eine Klärungskarte zu. Zwei der Münzen, der Wandel, Prioritäten setzen und fünf der Münzen, ein Mangel, Hilfe benötigen. Wer benötigt denn hier Hilfe? Druckentlastung, Zerstörung für ein Sohn. Ja, also ich frage mal rein, hast du denn hier Ambitionen in seine Richtung oder in ihre Richtung? Wenn es bei dir eine Dame ist. Der Gehängte. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist angezeigt mit dem Gehängten. Dieser Mensch bietet dir auf jeden Fall eine Perspektive. Hier steckt aber noch die Glaubensprüfung drin. Ja, und bei dir auch noch das Loslassen, damit Neues angenommen werden kann. Wie gesagt, das ist so gefühlt, der Sarg ist unter der Erde und zack, hängt er sich dann an dich ran oder sie hängt sich an dich ran und möchte am liebsten gleich heiraten. Da ist ein bisschen diese überstürzte Energie tatsächlich drin. Wir haben hier nämlich Zerstörung für einen soliden Neuanfang. Du musst dich erstmal wieder auf Herz und Bestimmung ausrichten. Da sind wir uns einig, ne? Königin der Schwerter, du bist erstmal in der Verstandesenergie. Versuchst erstmal intellektuell und vernünftig, klar, mental klar wieder vorwärts zu gehen. Das Gegenüber hier hat, wie gesagt, sexuelle Avancen. Wir haben jetzt hier aber erstmal noch keinen Hinweis auf einen liebestechnischen Aspekt, aber durchaus die Klärungsenergie hier, weil hier kommt wieder Entspannung rein. Ne? Wie gesagt, gemeinsam an einem Strang ziehen. Hier ist ein Wandel angezeigt und aufgrund dieses Fluchtreflexes, dieses möglichen Kommunikationsabbruches, der hier noch unten drunter liegt, liegt natürlich auch das Vermissen drauf. Ich sehe schon, ihr mögt euch. Ihr wollt auch weiterhin langfristig miteinander agieren, gar keine Frage. Und hier zeigt sich ja auch ein solider Neuanfang in eurer Verbindung. Und dann haben wir hier die Sense. Auch die klären wir einmal. Entweder etwas Einschneidendes. Ja. Ast der Kelche auf dem Kopf. Ast der Kelche ist einfach noch Verletzlichkeit. Es sind blockierte, unterdrückte Emotionen. Es ist die falsche Liebe, tatsächlich. Die falsche Liebe wird hier rausgenommen. Und die 10er Kelche, die stehen einfach auch für eure Verbundenheit. Ja, für die emotionale Sicherheit auch in eurer Freundschaft, die ihr miteinander habt. Also wie gesagt, hier wird sowohl die Liebenden als auch das Ast der Kelche auf dem Kopf. Erstmal ist hier definitiv keine Option, dass ihr in eine Verbindung kommt, weil es ist alles perfekt so, wie es war und auch in Zukunft sein wird. Ja, hier liegt das Geben und das Nehmen. Eure Umstände verändern sich aber. Zehn der Schwerter, notwendiger Schlussstrich. No, das sind ein bisschen viele. Guck mal, hier gibt es einen Neuanfang. Wir haben das ja hier unten drunter liegen mit dem Ast der Münzen schon, ein solider Neuanfang. Und mit dem Buben der Münzen gibt es hier auch einen zarten Realitätscheck, so könnte man das sagen, ne? Bube der Münzen ist ja so die Erde der Erde. Hier ist
schon in gewisser Weise eine Entdeckungslust angezeigt, aber weil das hier wirklich so Hand in Hand geht, sehe ich euch in erster Instanz für die kommende Zeit erstmal wirklich nur als Freunde weitergehen. Ne? Das ist ja jetzt keine Energie, die über 10 Jahre läuft. Natürlich kann man das nicht so genau voraussorgen, dass es nicht vielleicht doch nochmal irgendwann sich ändert. Allerdings ist hier aufgrund eben dieses, ja, du musst dich erst noch auf Herz und Bestimmung ausrichten, Prozesses des Loslassens, keine Ambitionen, die in Richtung Partnerschaft gehen. Und da heißt es wirklich, seid ehrlich miteinander. Ja, sprecht es aus. Ich meine, hey, Freundschaft Plus steht euch ja auch noch immer zur Verfügung, ne? Vielleicht hat er oder sie halt einfach nur dieses sexuelle Verlangen in deine Richtung, dass man sich da rein freundschaftlich aushelfen kann. Auch das ist möglich, ja, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendwie liebestechnisch da einen Ersatz zu haben, sondern einfach zum Tschengele-Mengele machen, wie meine liebe Lou immer sagt, ne? Also tut euch keinen Zwang an, macht nichts, was ich nicht auch machen würde, aber sprecht ehrlich über eure Gefühle füreinander auch, das ist wichtig, damit die Fronten einfach geklärt sind, weil momentan ist ja auf jeden Fall liebestechnisch der Ofen aus, aber ihr seid miteinander verbunden, ihr habt ein Thema miteinander und alleine, dass dieses Vertrauensverhältnis da ist, dann sollte man natürlich auch alles dafür tun, dass das bestehen bleibt, ne? Weil jetzt eine Freundschaft zu verlieren, nur weil der eine Bock auf den anderen hat, der andere vielleicht auch Bock hat, ich weiß es nicht, das ist euer Thema, das müsst ihr klären, Kartenlegungen sind nicht da, um euch die Entscheidungen abzunehmen, die müsst ihr selber fällen, ja, aber falls du das Gefühl hast, ne, du bist hier gerade getrennt seit längerem und lässt jetzt endlich los, muss man ja wirklich sagen, ne, schmeißt den Sarg endlich über Bord und du merkst, hier hat jemand so ein bisschen die Flirt-Affinität und du bist aber nicht ready, jetzt hier zu flirten, dann klärt das bitte. Im Namen eurer Freundschaft. Ja, in dem Sinne, ihr Süßen, ich bin raus. Wir sehen uns morgen Abend spätestens wieder zur nächsten Tagesbotschaft. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Einen schönen Tag und ja, was auch immer ihr hier rausmacht. Bis dann, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und auch fürs Abonnieren. Danke, dass ihr meinen Kanal zum Wachsen und Gedeihen bringt.